Ich werde dir heute zeigen, wie ich mein neues 60p-Aquarium von Anfang an aufbaue. Und in diesem Video wirst du sehen, was ich alles an Technik benutzt habe und wie ich den Bodengrund aufgebaut und dann das Hardscape gesetzt habe. Für die Bepflanzung kommt demnächst noch ein zweites Video. Da siehst du dann, wie das Ganze wirklich fertig eingerichtet wird, bepflanzt wird und dann auch gestartet wird. Wir wollen also heute erstmal schauen, wie kannst du so ein 60cm-Aquarium, das klassische 60p, eigentlich einrichten und was kann man dafür alles benutzen. Natürlich ist das, was ich hier verwende, nicht repräsentativ dafür, wie du ein 60cm Aquarium immer einrichten solltest. Ich benutze in vielerlei Hinsicht sehr hochwertige Komponenten, die natürlich für das Aquascaping gedacht sind und halt vor allem schön aussehen sollen. Das bedeutet aber in keinster Weise, dass du diese Komponenten benutzen musst, um ein 60cm Aquarium gut einzurichten und auch gut betreiben zu können. Das ist einfach nur das, was ich gerne benutze, weil ich finde, dass das insgesamt ein sehr schönes Gesamtpaket bietet, einerseits von der Optik her und andererseits von der Funktionalität her. Und man muss auch noch dazu sagen, dass dieses Aquarium für mich persönlich ein reines Reste-Aquarium ist. Das heißt, ich habe für dieses Aquarium keinerlei Komponenten neu angeschafft. Das waren alles Teile, die ich schon hatte. Und wenn ich sie dann schon habe, dann setze ich sie natürlich auch ganz gerne ein. Das Aquarium selbst ist das Original ADA Cube Garden 60p mit den Maßen 60x30x36. Das ist also wirklich so eins der ganz klassischen Aquascaping-Aquarien aus dem Hause ADA. Sehr hochwertig verarbeitet, Weißglas und einfach ein tolles Aquarium, was jetzt bei mir nur ein halbes Jahr ungefähr im Keller stand, weil ich es nicht mehr benutzt habe. Und jetzt habe ich es wieder hochgeholt und habe es hier wieder aufgebaut. Musste ein bisschen sauber gemacht werden, aber das ist jetzt zum Glück kein Problem. Das Ganze steht auf einem Unterschrank von European Aquaristics, der in dieser Form nicht mehr zu bekommen ist. Deshalb habe ich alternativ, du findest nämlich unten in der Videobeschreibung Links zu allen Komponenten, die ich heute benutze, damit du dir das alles nochmal in Ruhe anschauen kannst und damit du dir die Sachen natürlich auch selber anschaffen kannst, wenn du das denn möchtest. Zu dem Schrank habe ich eine Alternative rausgesucht und zwar das Premium-Kabinett von Liquid Nature. Das ist meiner Meinung nach noch einen Tacken besser verarbeitet, weil das beispielsweise innen auch die Kanten silikoniert hat, was jetzt bei meinem Schrank noch nicht der Fall ist. Ansonsten aber recht identisch. Und eigentlich eine gute Alternative dazu, weil der eben so nicht mehr direkt lieferbar und verfügbar ist. Schauen wir uns jetzt erstmal weiter die ganze Technik an, die ich hier verbauen möchte und benutzen möchte. Erstmal sieht man sofort, das Aquarium leuchtet von hinten. Da ist nämlich eine beleuchtete Rückwand verbaut und zwar der ADA Lightscreen 60 mit der Original ADA Blauverlaufsfolie, die dazu gehört. Das ist so eine Antistatikfolie, die haftet nicht ganz so geil wie das Folien von anderen Herstellern tun tatsächlich. Die ist also wirklich darauf ausgelegt, auch zusammen mit dem Lightscreen verwendet zu werden, weil die ist nämlich im Originalzustand, wenn du nur die Folie drauf machst, hat die halt nur einen Blau zu transparent Verlauf. Das ist kein Blau zu Weiß Verlauf. Das Weiß wird halt durch die leuchtende Rückwand des Lightscreens erzeugt. Die Folie alleine macht deshalb nicht sonderlich viel Sinn, weil du halt unten das Weiß einfach nicht hast, sondern sie muss schon beleuchtet werden, damit das Ganze auch gut aussieht. Als Hauptbeleuchtung über dem Aquarium setze ich diesmal mal wieder eine TwinStar ein und zwar die TwinStar S3 Serie, also die 60 cm S Serie, die dritte Generation davon. Die habe ich auch schon über dem letzten 60p relativ lange als Beleuchtung betrieben und die gefällt mir einfach ausgesprochen gut. Alternativ könnte man auf so einem Aquarium auch wunderbar eine Chihiros WRGB 2 bzw. jetzt die neue WRGB 2 Pro benutzen. Man könnte da super eine Vivid drüber hängen, eine Vivid Mini könnte man da drüber hängen, eine ONF Flat One in 60 cm passt da gut drüber, eine AD Aquascar RGB passt da gut drüber. Also es gibt eine ganze Menge Lampen, die man für so ein Aquarium gut benutzen kann und die dann auch mehr Einstellmöglichkeiten böten, als es die TwinStar jetzt tut. Aber ich finde, die TwinStar S-Serie war schon immer eine sehr schöne Lampe vom Gehäuse her und von der Halterung her und deshalb möchte ich die da auch wieder einsetzen. Und wenn wir jetzt schon bei TwinStar sind, dann eben auch, und da kommt jetzt zum Tragen, dass ich die ganzen Sachen halt schon hier hatte, in dem Becken werde ich auch wieder einen TwinStar Sterilisator einsetzen, und zwar den M5. In meinem Mini M läuft aktuell der M3. Und in dem 100p, sobald ich das umgestalte, wird der Nano Plus wieder zum Einsatz kommen. Und das heißt, hier für das 60p bleibt dann eben der M5 über. Und so betreibe ich dann tatsächlich aktuell alle meine Süßwasser-Aquarien wieder mit einem TwinStar-Sterilisator. Und falls ihr das bisher nicht sagt, was das ist und was das kann, dann empfehle ich dir mal meine Vergleichs-Playlist dazu. Ich packe dir die jetzt mal oben rechts in die Ecke. Schau dir die mal in aller Ruhe an, sind mehrere Videos. Da lernst du einerseits, was dieser TwinStar ist und andererseits, wie er funktioniert und was er kann. Er kann nämlich Algen vermeiden. Aber nur, wenn du halt bestimmte Spielregeln einhältst. Und das erkläre ich dir aber auch alles in der Playlist. Und in der Playlist beweise ich vor allem auch nachvollziehbar, dass das auch tatsächlich funktioniert in einem gewissen Rahmen.
Was steht im Unterschrank? Im Unterschrank steht als Herz für das Aquam, als Filter ein JBL Crystal Profi E902. Habe ich schon häufiger an einem 60p benutzt, ist vor allem für das 60p sehr schön kräftig, weil das Layout, so wie ich es mir vorstelle, wird schon auch davon leben, dass gerade einige der Pflanzen sich so ein bisschen in der Strömung auch wiegen und so auch der Form des Layouts anpassen. Das gehört auch so ein bisschen zu diesem Gesamteindruck dazu, und wenn man die Möglichkeit hat, das am Anfang so ein bisschen einzuplanen, dann ist das eigentlich ganz hübsch, wenn man entsprechend dann lang wachsende Stängelpflanzen oder auch so sehr filigrane Pflanzen mit sehr langen Blättern, sowas wie eine Vallisneria beispielsweise oder wie ein Cyperus helferi, wenn das halt in den Hintergrund gepflanzt wird, dann lebt das auch schon von dem Eindruck, dass sich das mit der Strömung so mitwiegt. Und wenn das gleichzeitig dann auch noch die Form des Layouts aufnimmt und weiterführt sozusagen, ist das halt ein sehr harmonisches Gesamtbild. Deshalb bevorzuge ich an einem 60p mittlerweile tatsächlich den E902 gegenüber dem E702. Mit dem E702 kann man einen 60p ebenfalls wunderbar betreiben, ist leistungsmäßig völlig ausreichend, aber hier in meinem Fall auch mit dem geplanten Layout finde ich den 902 einfach ein bisschen passender. Da dran kommen dann jetzt allerdings auch einmal das komplette Sortiment von AquaOwner, also mein Sortiment, und zwar die Silikonschläuche, die grauen, dann kommen die Edelstahl-Schnelltrennkupplungen natürlich dran, dann kommt der CO2 Compact Inline Diffusor mit dran, es kommt der Silikon-CO2-Schlauch mit dran, das Edelstahl-Rückschlagventil, und als Ein- und Auslauf benutzen wir das Metal Jetpipe Set von Shihiros. Das sind tatsächlich mittlerweile meine Lieblings-Ein- und Ausläufe aus Edelstahl, weil ich die einfach hübsch und funktional finde. Und das hat Shihiros meiner Meinung nach ganz gut gemacht. Ein- und Auslass kommt hinten rechts in die Ecke. Und der Einlauf zeigt dann nämlich auf die Mitte der Frontscheibe und erzeugt dadurch eine doppelte Ringströmung. Da habe ich schon mal drüber gesprochen, wie man so Strömung in so einem Aquascape einstellen kann. Und das dann mit dem 902, der ja vergleichsweise kräftig ist, das wird ziemlich gut aussehen und auch eigentlich recht kräftig oder kräftig genug dafür sein, um das Aquarium halt irgendwie sauber zu halten. Der Filter ist bestückt mit, also es sind drei Filterkammern drin plus die Vorfilterkammer bei dem 902. Die untersten beiden sind Schwämme, grober Schwamm, nicht so grober Schwamm. Ganz klassisch, ne? Also von grob nach fein wird erstmal mechanisch gefiltert. Und dann die letzte Filterkammer, da ist biologisches Filtermaterial drin, und zwar das Seachem Matrix und ein Säckchen Seachem Purigen, damit das Wasser auch absolut klar bleibt. So, CO2 Inline Diffusor habe ich schon gesagt, der AquaOwner Compact Inline Diffusor. Das heißt, CO2-Anlage kommt natürlich auch dran. In dem Fall eine 2-Kilo-Flasche, eine JBL-Flasche, die ich halt auch hier habe, zusammen mit dem Hiwi Doppelkammerdruckminderer mit eingebautem Magnetventil und Rückschlagventil. Ja, es ist ein Rückschlagventil bereits in den Druckminderer eingebaut. Ich bevorzuge es aber dennoch, ein zusätzliches Rückschlagventil zu benutzen, was möglichst nah am Diffusor angebracht wird, damit nämlich überhaupt erst gar kein Wasser in den Schlauch zurücklaufen kann, was dann beim Start der Anlage erst verdrängt werden muss. Das verzögert nämlich den Start einer CO2-Anlage. Klar, kannst du die CO2-Anlage einfach 10 Minuten oder eine Viertelstunde früher einschalten lassen, wäre auch kein Problem. Aber wenn man es halt kann, wenn man das Rückschlagventil da hat, dann würde ich sagen, bau immer ein Rückschlagventil möglichst nah an den Diffusor, damit halt so wenig Wasser wie möglich überhaupt in den Schlauch zurückgezogen wird, wenn die Anlage ausgeschaltet wird. Weil das passiert immer, das ist normal. Dadurch, dass die Anlage ausgeschaltet wird, entsteht ein Unterdruck im Schlauch und der saugt Wasser durch die Membran in den Schlauch rein. Und wenn du dann eben ein Rückschlagventil möglichst nah am Diffusor hast, kann nicht viel Wasser zurücklaufen und die Anlage hat es leichter, am nächsten Morgen wieder zu starten. Dann brauchen wir noch einen CO2-Dauertest. Da benutze ich den von Aquasavi, also den klassischen Nano-Drop-Checker mit einer 20 Milligramm pro Liter Flüssigkeit. Benutze ich immer diese Flüssigkeit. Finde ich nämlich ein bisschen sinnvoller und ein bisschen sicherer als eine 30 Milligramm pro Liter Flüssigkeit und reicht auch völlig aus für alles, was man so an Aquarienpflanzen irgendwie halten möchte. Und damit können wir dann nämlich übergehen zur Einrichtung. Ich würde dir immer raten, richte das Aquarium tatsächlich so ein, dass du schon die komplette Technik im Becken installiert hast, wenn du einrichtest. Ich weiß, das ist etwas, was viele sehr anders machen. Viele sagen, nee, lass die ganze Technik raus, dann kannst du dich natürlich viel besser im Becken ausbreiten und viel besser daran hantieren. Und das stimmt auch, aber ganz genau deshalb würde ich dir den Tipp geben, mach das nicht so, sondern bau alles schon ein. Bau die Ein- und Ausläufe ein, bau den Dropchecker ein, bau den Twinster ein und so weiter. Weil dann siehst du nämlich, wenn du das Hardscape setzt oder wenn du den Bodengrund aufschüttest, wo du eventuell aufpassen musst, weil du dann ansonsten irgendwie an den Einlauf kommen würdest oder weil du ansonsten den Twinster nicht mehr richtig ausrichten kannst. Wenn du halt dein Hardscape so willkürlich setzt, ohne diese ganze Technik im Becken zu haben, kann es halt passieren, dass du hinterher die Technik so ein bisschen drumherum bauen musst und sie dann nicht mehr optimal sitzt. Weil dann kannst du vielleicht Ein- und Auslauf nicht mehr so positionieren, wie du dir das gewünscht hast. Und um das einfach zu vermeiden, würde ich es von vornherein drin lassen. Das ist manchmal ein bisschen fummeliger, ja, aber damit hast du zumindest nicht das Problem, dass du aus Versehen irgendwas an deinem Hardscape oder deinem Layout so setzt, dass es dir später die Wartung und die Pflege und Reinigung der Technik erschwert.
Und für den Bodengrundaufbau mache ich jetzt wieder den ganz, ganz klassischen dreistufigen Aufbau, den ich schon seit Jahren lang immer wieder in meinen Aquarien mache. Auch das bedeutet nicht, genauso wie mein Disclaimer, den ich ganz am Anfang hier von diesem Video schon gemacht habe, dass du das genauso nachmachen musst. Ich sage dir nur, so wie ich das mache, funktioniert das sehr, sehr gut für ein bepflanztes Aquascape und ich habe damit einfach bisher die besten Erfahrungen gemacht. Das Ganze beginnt mit einem Bodengrundzusatz und zwar in diesem Fall das Mironekuton Mineralpulver. Das kannst du einfach nehmen und auf die Glasscheibe draufstreuen, auf die Bodenscheibe draufstreuen. Das als Bodengrundzusatz wirkt einerseits wasserklärend und andererseits reichert es das Wasser mit Mineralstoffen an, die gerade für die Garnelenhaltung ganz spannend sein können. Und da in das Aquarium auf jeden Fall wieder einige Garnelen einziehen werden, habe ich mich diesmal dazu entschieden. Ansonsten habe ich auch schon mal gerne das dreistufige Bodengrundzusatzsystem von ADA benutzt, das Tourmalin BC, das Clear Super und das Bacta 100. Man muss aber hier auch fairerweise sagen, du kannst den Bodengrund auch sehr, sehr gut ohne Bodengrundzusätze aufbauen. Aber auch hier, ich hatte sie da, also verwende ich sie auch. Und das Mironekuton macht, wie gesagt, gerade dann Sinn, wenn du ohnehin Garnelen halten willst, weil dann ist das auch ein sinnvoller Wasserzusatz, immer nach einem Wasserwechsel. Das kommt beispielsweise auch jede Woche nach dem Wasserwechsel in mein Mini-M, wo ich ja die Crystal Red Bienengarnelen drin halte. So, und darüber kommt dann die Grundschicht, die erste Schicht, Volcano Mineral. Ich nehme hier konkret das JBL Volcano Mineral, das ist ein grober Lavasteinbruch. Und dieser Lavasteinbruch hat zwei Aufgaben im Aquarium. Die erste Aufgabe ist, er soll mir den Bodengrund erhöhen. Denn ich habe gesagt, ich will ein Dreiecks-Layout machen von links oben nach rechts unten. Das heißt, ich möchte meinen Bodengrund an der linken Seite stark aufschütten. Und um das Ganze jetzt nicht mit dem teuren Soil machen zu müssen und um gleichzeitig, das ist nämlich Grund Nummer zwei, dafür zu sorgen, dass der Bodengrund besser durchflutet werden kann vom Wasser und eine bessere Bakterienansiedlungsfläche bietet, weil dieses Gestein halt sehr schön porös ist und sich da Bakterien perfekt reinsiedeln können, benutzt man da eben so einen groben Vulkanunterbau. Ebenfalls Vorteil davon ist, dadurch, dass diese Steine recht scharfkantig und grob sind, verkanten die sich gut ineinander und wenn du damit einen Hang aufschüttest, rutscht der wesentlich schlechter ab, als wenn du einen Hang mit Soil beispielsweise aufschütten würdest. Das ist also immer die erste Schicht und die erfüllt halt wirklich so viele Aufgaben für so einen Bodengrund, dass ich die auch echt nicht ersetzen wollen würde. Also klar, du kannst das auch komplett mit Soil auffüllen, aber dann ist der Bodengrund halt nicht so sauber und so gut durchflutet, wie wenn du halt den Vulkanunterbau darunter hättest. Und es ist deutlich teurer natürlich, ne, weil Soil natürlich auch deutlich teurer ist. Und ein stark aufgeschütteter Hang muss halt irgendwie anders stabilisiert werden, weil ansonsten das Soil doch sehr viel leichter runterrutschen würde, als es halt ein Hang aus diesem Vulkansteinmaterial tun würde. Darüber kommt dann als nächstes die Hauptschichtsäule und ich benutze hier wieder das Tropica Aquarium Soil und das ist jetzt das normale Soil, nicht das Powder. Ich achte am Anfang darauf, dass man vorne an der Frontscheibe, an der Kante, nichts von dem Volcano Mineral sieht. Das heißt, ich nehme mir einfach einen Sandflattener und schiebe die einzelnen Körnchen von dem Volcano Mineral so weit zurück, dass vorne die Frontscheibe frei davon ist. Und dann fangt ihr nämlich an, das Soil einzufüllen, genau vorne an der Kante. Und wenn ihr das macht, dann garantiert ihr so nämlich, dass auch von dem Volcano Mineral vorne an der Frontscheibe nichts zu sehen sein wird. Klar, in den Seitenscheiben kann man es immer noch sehen, wenn man das nicht in die Mitte weiter aufschüttet. War in dem Fall natürlich vom Layout her nicht möglich. Aber zumindest vorne an der Frontscheibe könnt ihr so verhindern, dass das vorne zu sehen ist. Und das sorgt einfach für eine ja, gleichmäßigere und hübschere Optik. Und dann wird einfach überall eine Schicht von dem Soil verteilt. Und insgesamt ist diese Schicht jetzt in meinem Fall so 4 cm dick ungefähr überall. Also auch auf dem Hang und auch unten, wo kein Hang mehr ist, ist immer identisch ungefähr eine 4 cm dicke Schicht. Und das ist die Hauptschicht, in der die Pflanzen später Wurzeln werden. Das Soil ist dabei einerseits ein Nährstoffdepot, weil das Soil von Tropica, genauso wie auch das ADA beispielsweise, ist kräftig vorgedüngt. Das ist auch der Grund, warum wir in der Einfachphase viele Wasserwechsel machen, um eben nicht zu viele Nährstoffe durch das Soil im Wasser zu haben. Gleichzeitig aber eben diese Nährstoffe in mehr oder weniger gebundener Form an den Wurzeln der Pflanzen zu haben, um denen halt den allerbesten Start zu bieten. Und bevor wir jetzt weitermachen mit der dritten Bodengrundschicht, nämlich dem Powder Soil, was ich aus optischen Gründen und tatsächlich auch aus Gründen der besseren Einpflanzbarkeit am Ende noch drüber streue, machen wir jetzt erst das Hardscape. Denn dann kann man nämlich auch noch so ein paar Lücken, die beim Hardscape eventuell entstehen, mit dem Powder Soil auffüllen hinterher und hat so auch wieder eine ebenmäßige Optik. Als Hardscape verwende ich Morkin-Wurzeln, die allerdings ja sehr viel länger und filigraner sind als das, was man häufig so im Handel findet. Die habe ich schon sehr, sehr lange im Keller liegen. Das ist nämlich das alte Hardscape aus dem 120F-Layout, was ich vor Jahren eingerichtet habe. Und Hardscape behalte ich eigentlich immer. Das wird dann nur sauber gemacht und dann kann man das für solche Projekte nämlich wiederverwenden. Genauso wie die Steine. Die Steine sind Mini-Landschaft Dark oder sehr U-Dark. Und das ist das gleiche wie normale Mini-Landschaft, nur eben in einem dunkleren
Ton sozusagen, in so einem ja, schwarz-grau durchzogen von helleren Grauteilen dann. Ich finde, es passt ganz gut zusammen, ist ein schöner Kontrast. Die Grundidee für das Layout ist jetzt ein sehr klassisches Nature-Style-Aquarium mit einem typischen Dreiecks-Layout. Das bedeutet, das gesamte Layout nimmt einen Großteil der linken Aquariumhälfte ein und läuft dann von links oben nach rechts unten aus, sodass der rechte obere Bereich freier Schwimmraum ist, aber auch der rechte untere Bereich nur noch wenig von dem Hardscape zur Verfügung hat, was dann beispielsweise die Hauptfläche für den Bodendecker sein wird, wohingegen nach links das Ganze aber deutlich kräftiger und deutlich größer wird. Das Ganze wird so angeordnet, dass die meisten der kleinen Verästelungen ebenfalls von links nach rechts rüberlaufen. Das erzeugt einen Flow für das Layout. Man hat also vom Auge her, wenn du als Betrachter vor dem Aquarium stehst, hast du das Gefühl, okay, du willst dieses Layout wirklich von links nach rechts durchlaufen und betrachten. Das ist ganz, ganz wichtig für ein Layout, damit das für den Betrachter interessant wird, dass du versuchst, bereits mit dem Hardscape eine Blickrichtung vorzugeben. Zeig dem Betrachter, wo er hinschauen soll, wo interessante Dinge in deinem Layout passieren. Und das tust du bereits durch die verschiedenen Richtungen, die dir ein Hardscape erlaubt einzubringen. Bei Holz ist es sehr klar, in die Richtung, wo ein Ast zeigt, den Ast verfolgst du mit dem Auge und so wirst du natürlich auch in die entsprechende Richtung gelenkt. Mit Steinen ist es ganz ähnlich, auch die Maßung auf Steinen kann als so ein visueller Marker dienen. Und das geht bei manchen Steinen halt sehr viel leichter als mit anderen Steinen. Deshalb ist Dragonstone, Okostone, so beliebt im Aquascaping, weil durch diese grobe Struktur hast du sehr klar erkennbare Linien, mit der du einfach perfekt beispielsweise Fluchtpunktperspektiven basteln kannst. Und das ist für jeden sofort sichtbar. Bei anderen Steinen, wie jetzt auch hier bei der Mini-Landschaft, ist es nicht ganz so stark sichtbar. Genau deshalb ist das aber eine schöne Ergänzung zu dem Holz, was sehr eindeutig eine Blickrichtung vorgibt. Mit den Steinen kannst du das ein bisschen aufweichen und vielleicht auch in eine etwas andere Richtung lenken, ohne zu offensichtlich zu wirken. Versuch dabei aber auch immer, das Element des natürlichen Chaos nicht aus dem Blick zu verlieren. Man hat die Tendenz, wenn man sich gerade am Anfang an so klassischen Gestaltungsrichtlinien orientiert, goldener Schnitt, Drittelregel, solche Geschichten, und auch das trifft hier ja alles in gewisser Weise zu, dann versucht man diesen Flow sehr zwanghaft aufzubauen und einfach alles in exakt die gleiche Richtung laufen zu lassen. Das führt aber häufig dazu, dass das Aquarium nicht mehr natürlich aussieht. Und das soll es ja schon auch sein. Also ja, natürlich ist dieses Layout künstlich hergestellt. Und natürlich ist es nicht eine Wurzel, sondern aus vielen Wurzeln zusammengesetzt, nach ästhetischen Ansprüchen, die ich an dieses Aquarium stelle. Trotzdem soll aber der natürliche Charakter nicht untergehen. Es soll immer noch die Möglichkeit bestehen bleiben, dass so eine Wurzel, wie ich sie jetzt aus vielen Einzelteilen zusammengebaut habe, aber auch natürlich möglich wäre. Mit Glück könnte man vielleicht eine Wurzel finden, die exakt so aussieht. Und das bedeutet aber, dass auch immer mal wieder einzelne Äste nicht perfekt den Flow aufgreifen. Immer mal wieder einzelne Äste vielleicht sogar in eine andere Richtung zeigen. Wie ich das beispielsweise am linken Rand gelöst habe mit einzelnen Ästen, die nach oben gehen, die sogar ein Stück nach links gehen, obwohl da eigentlich nichts mehr passieren sollte, wenn man jetzt den klassischen Flow dieses Layouts weiterverfolgt. Genauso ist es übrigens, wenn der Großteil der Äste ja von oben nach unten fällt in meinem Layout jetzt, aber einige Äste gehen aber auch von unten nach oben wieder am Ende. Das sind dann so natürliche Aspekte, die man mit bedenken muss, die man auch mit einbauen muss, wo man sozusagen einen Zufallscharakter in sein Layout integrieren sollte, um es auch wirklich natürlich wirken zu lassen. Die Steine sind in diesem Fall wirklich nur reine Unterstützung. Die werden später im Layout wahrscheinlich gar nicht mehr groß sichtbar sein. Das ist auch so eine Sache. Man kann so ein Hardscape so filigran und so schön und so elaboriert aufbauen, wie man möchte. Am Ende muss man bedenken, dass Pflanzen Platz einnehmen. Und dass Pflanzen auch Bodendecker eine gewisse Höhe erreichen. Und deshalb die ersten 2, 3, 4 Zentimeter des Hardscapes, ausgehend von der oberen Schicht des Bodengrundes, werden am Ende nicht mehr sichtbar sein. Und deshalb dienen tatsächlich in diesem Fall die Steine hauptsächlich als Ankerpunkte für das Holz. Das Holz ist nämlich komplett an den Steinen verklebt mit der klassischen Watte- und Sekundenklebermethode. Da habe ich auch schon viele Videos drüber gemacht. Falls du es noch gar nicht kennst oder noch gar nicht weißt, wie du dein Hardscape gut miteinander verkleben kannst, jetzt mal oben rechts in die Ecke gucken. Da packe ich dir das entsprechende Video rein, womit ich dir das zeige, wie das geht. Auch da findest du übrigens den passenden Sekundenkleber und alles weitere natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und damit ist das also so weit verankert, dass ich auch keine Angst haben muss, dass das Holz auftreibt, denn es würde auftreiben. Sehr leichtes Holz, komplett durchgetrocknet. Ich habe es nicht vorgewässert oder so. Das würde auf jeden Fall auftreiben und deshalb verklebe ich mein Holz halt immer fest mit den Steinen. Kurzer Einschub an der Stelle. Was machst du, wenn du gar keine Steine benutzen möchtest, sondern nur Holz?
Dann verklebst du das, bevor du den Bodengrund einbringst, mit der Bodenscheibe oder mit den Seitenscheiben deines Aquariums, und zwar mit genau der gleichen Klebemethode. Das habe ich in meinem Mini M auch gemacht, funktioniert auch wunderbar. Oder aber dritte Methode dazu, du nimmst sowas wie Schieferplatten, also sehr dünne, sehr flache Steine, die aber trotzdem recht schwer sind, und verklebst dein Hardscape da drauf und setzt die auf den Boden und füllst den Bodengrund sozusagen darüber auf. Dann ist von dem Stein auch nichts mehr zu sehen und er hält aber trotzdem deine Wurzeln unten. Wenn du mit deinem Hardscape soweit zufrieden bist, dann würde ich dir immer den Tipp geben, mach jetzt nicht weiter, sondern lass das Hardscape, so wie du jetzt der Meinung bist, dass es passt, stehen und guck dir das Aquarium am nächsten Morgen nochmal mit einem frischen Blick, mit frischen Augen nochmal in Ruhe an. Und dann entscheidest du, okay, soll vielleicht irgendwo noch was verändert werden an dieser Stelle, vielleicht könnte da noch ein zusätzlicher Stein hin, habe ich noch was, ich guck mal so ein bisschen. Oder na, da die eine Wurzel, die da jetzt rausragt, irgendwie passt die nicht so ins Gesamtbild, die schneide ich vielleicht doch besser ab. Warte mit diesen Entscheidungen mindestens einen Tag und schlaf darüber. Das ist wirklich ganz essentiell, weil wenn du eine Zeit lang an so einem Layout arbeitest, dann bekommst du einen Tunnelblick dafür. Und das ist gar nicht negativ gemeint. Das passiert automatisch, wenn du dich lange mit einer Sache beschäftigst. Man verliert bestimmte Dinge einfach aus dem Blick. Und deshalb macht es total Sinn, für so einen entscheidenden Schritt in einem Aquarium-Layout sich echt einen Tag Zeit zu nehmen und nochmal abzuwarten und nochmal drauf zu gucken. Das Layout jetzt in dieser Form wird bei mir jetzt bestimmt eine Woche lang so stehen, bevor ich überhaupt die Pflanzen bekomme, weil es einfach zeitlich nicht anders hinhaut. Und das gibt mir natürlich genug Zeit, zwischendurch zu entscheiden, na, die eine Wurzel muss vielleicht noch ein bisschen gekürzt werden, die andere an dieser Stelle, das ist schon ganz gut, aber da muss vielleicht noch so ein kleiner Stein hin. Lass dir mit sowas wirklich Zeit, weil das Hardscape ist natürlich die Basis für das gesamte Aussehen des Aquariums im Nachhinein. Natürlich machen die Pflanzen einen Großteil davon aus, aber die Bepflanzung, welche Pflanze kommt wohin und warum, orientiert sich ja auch an dem Hardscape. Deshalb muss das für dich passen. Und wenn du damit irgendetwas unzufrieden bist, dann solltest du das ändern, bevor du das Aquarium bepflanzt und befüllst. Wenn das dann soweit alles safe ist, dann machen wir jetzt mit dem Bodengrund weiter, denn es fehlt noch eine Bodengrundschicht. Ich mache nämlich über das normale Soil immer noch eine kleine Deckschicht Powder Soil. Powder Soil ist exakt das gleiche wie das normale Soil, nur mit kleinerer Korngröße. Das kommt aus zwei Gründen wieder obendrauf. Erster Grund: es sieht besser aus. Es ist halt durch die feinere Struktur eine ebenmäßigere Oberfläche, die einfach schicker aussieht. Und zweiter Grund, der echt wirklich ernsthaft praktisch ist, wenn du in Powder Soil Pflanzen einpflanzt, dann rutscht dieses Powder Soil durch die geringe Korngröße viel schneller und viel tiefer in dieses kleine Löchlein nach, wo du deine Pflanze reingedrückt hast. Das bedeutet, deine Pflanze wird besser unten gehalten und treibt nicht so schnell auf. Das ist für das Einpflanzen wirklich praktisch. Und deshalb würde ich dir nämlich immer empfehlen, eine dünne Schicht Powder Soil oben drüber zu machen. Und mit dünne Schicht meine ich wirklich 1 bis 2 cm. Das reicht völlig, weil da geht es eben hauptsächlich darum, dass du dann Pflanzen besser unten halten kannst und die Oberfläche einmal als ebenmäßige, glatte Oberfläche darstellen kannst mit diesem Powder Soil. Aber das ist eben nicht die Hauptbepflanzungsschicht des Bodengrundes, die ist nämlich das normale Soil, die etwas dickere Schicht, die du bereits darunter hast. Und damit ist das Aquarium bis zu diesem Stand jetzt auch erstmal fertig und jetzt hast du eben Zeit, wenn du dein Aquarium auch auf diesen Stand jetzt gebracht hast, dir einerseits zu überlegen, soll mein Hardscape so bleiben oder möchte ich da vielleicht noch was dran verändern, und andererseits ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, um sich über die Bepflanzung Gedanken zu machen, und die zeige ich dir im nächsten Video zu diesem Aquarium.